Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Drachenkämpfe der Zarlekhöhle oder genauer gesagt im Stöber in Mardei. Dafür befinde ich mich natürlich in der Zarlekhöhle und zwar bei 6549, also hier an dieser Stelle auf der Map. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir nehmen Emigossa mit Atem, Arcana Sturm und Eisgrab, dann Drachenfalkenjunges, bei mir jetzt zum Beispiel Silberne mit Stachen, Feuersbrunst und Flammenatem. Und Chrominus mit Arcane Explosion, Heulen und Kraftzug. Grundsätzlich beim Drachenfalkenjunges würde jedes dieser vier Pets hier gehen, aber wichtig ist, dass man schneller ist als die ersten zwei Pets des Gegners, also eben 297. Deshalb würde jetzt zum Beispiel hier beim Blauen dieser Breed nicht funktionieren, aber zum Beispiel beim Silbernen würden alle Breeds funktionieren. Deshalb habe ich halt das jetzt mitgenommen. Wir beginnen gleich mal den Kampf. Leider attackiert der Gegner nicht immer gleich, also das erste Pet schon, aber danach ist es immer ein wenig willkürlich, wie der attackiert. Deshalb ist es da schwierig, eine saubere Taktik zu zeigen. Ich hoffe trotzdem, dass ich mit dieser Variante ein bisschen euch behilflich sein kann, damit ihr da nicht allzu viel Zeit verbraucht. Aber wir beginnen hier einmal mit dem Eisgrab, was danach den Zwogi betäuben wird, und danach mit Atem. Atem hat halt eine Range, deshalb kann es sein, dass man da ein bisschen mehr Schaden anrichtet, aber ich habe es ausgerechnet, beziehungsweise ich habe auch einige Versuche gehabt, wo ich immer 246 gemacht habe, beziehungsweise einfach halt sehr tiefe Zahlen, deshalb sollte das eigentlich nicht das größte Problem sein. Eben nach dem Eisgrab setzen wir zweimal Atem ein, dann wird hier das Eisgrab Swogi betäuben und an dieser Stelle wieder ein Atem. Und der trifft eigentlich mit dem Drachenbonus den Tempe, was natürlich besser wäre, wenn man da ein bisschen mehr Schaden austeilen würde. Bei Tempe dann gleich den Arkan Sturm einsetzen, wenn der sozusagen im Kampf richtig angekommen ist. Somit können wir allen Pets ein bisschen Schaden zufügen. Diese Arkanwinde sind danach wichtig für Staubi, damit Muttenstaub uns halt nicht betäuben wird. Danach sollte man in dem Normalfall ebenfalls noch ein Atem austeilen können, mit dem Drachenbonus bei Tempe, und da kann es ab und zu sein, dass man halt weggehauen wird. Wenn ihr da noch irgendetwas einsetzen könnt, setzt nochmals Atem ein. Leider eben, attackiert dieser nicht immer gleiches. Also bei mir ist es etwa bei 70% der Fälle, dass ich hier bereits getötet wurde durch die Feuersbrunst. Aber ich werde jetzt halt einfach passen, bis ich hier weggehauen werde. Aber ihr könntet einfach hier weiterarbeiten mit dem Emigossa. Dann hier mit Drachenfalkenjunges in den Kampf kommen. Hier am besten Flammenatem einsetzen und Feuersbrunst. Wenn ihr seht, ihr könnt gleich mit der ersten Attacke sozusagen den Gegner weghauen, setzt das am besten ein, also zum Beispiel Feuersbrunst gleich weghauen. Aber ich hatte sehr oft den Fall, dass ich zwei Attacken benötigt habe. Deshalb habe ich jetzt Stachen hier mal weggelassen und hier halt einfach den Gegner brennen lassen, damit halt Feuersbrunst ein bisschen mehr Schaden anrichtet. Dann bei Swogi solltet ihr am besten hier ebenfalls wenig darauf achten, was ihr so am besten einsetzen wollt. Ich setze meistens zuerst den Flammenatem ein, damit wenigstens ein kleiner Dot drauf ist. Aber wenn Stachen halt dreimal trifft, würde es doch ein bisschen besser sein. Aber ich setze meistens einfach an dieser Stelle Flammenatem ein und dann Stachen. Sollte eigentlich in den meisten Fällen ebenfalls passieren. Leider hatte ich aber auch oft den Fall, dass halt hier bereits Drachenfalkenjunges getötet wurde, weil zuvor irgendwie Attacken halt gecrittet haben. Ist dann meistens leider eine Niederlage, aber trotzdem kommt man ab und zu auch mit Chrominus noch klar, den Rest zu erledigen. Aber eben an dieser Stelle wird es dann doch sehr, sehr knapp. Eben hier Stachen, um halt Swogi wegzuhauen. Dann gegen Staubi, wird man ebenfalls meistens dann an dieser Stelle getötet. Dann kommt Chrominus in den Kampf und auch diese Phase ist sehr knapp. Also der Kampf ist allgemein ein bisschen schwierig, also der Gegner allgemein. Deshalb hat es halt auch relativ lange gedauert, bis diese Guides halt rauskommen. Hier an dieser Stelle einfach heulen und Kraftzug. Wenn ihr seht, ihr könnt den Gegner hier weghauen mit einer Attacke, setzt das gleiche Kraftzug ein, aber im Normalfall müssen hier muss halt hier den Kraftzug nochmals eingesetzt werden. Und eben, ihr seht, also es ist sehr knapp geworden, weil ich auch noch zuvor gecrittet wurde. Aber im Normalfall sollte man da nicht allzu viele Versuche benötigen. Und das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei auf diesen Gegner ebenfalls besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei.
und viel Spaß. Bis bald.